Ja, hi, hier ist wieder Gadur. Ich wollte euch heute etwas vorstellen, was eigentlich nicht so alltäglich ist, was ich ein ganz nettes Accessoire finde und eigentlich auch ein recht stylisch gemachtes Teil. Und zwar ist das vom User Kappler aus dem www.fischer-forum.de selbstgemachter Lochstecher. Ja, ich finde es recht schön gemacht. Ich kann ihn euch ja mal kurz zeigen. Das Ding ist hinten aus Metall, sehr schön gearbeitet, gedreht, ja. Und vorne ist eine sehr schöne Nadel drin. Ich gucke mal, ob ich es ein bisschen schärfer stellen kann. Na, ja, in die andere Richtung. Ja, jetzt ist es ein bisschen besser zu erkennen. Also hier vorne ist die Nadel eingearbeitet. Sitzt auch sehr fest. Also schönes Teil. Und vor allen Dingen die Spitze ist etwas variabel. Variabel heißt, man kann verschiedene Lochgrößen mitstechen. Zum Beispiel größere Löcher für Tangiers, mittlere für Alwache und dann für die empfindlichen Sorten eben kleinere Löcher. Ich kann euch das kurz mal zeigen. Richtig in Position fahren. So, kleine Löcher. Etwas größere Löcher. Und naja, richtig große Löcher. Also wie gesagt, es geht auch ziemlich schnell. Jetzt hier mal dicke syrische Alufolie. Also es ist auch kein Problem für spezielle Setups, dass das Ding halt dann auch mal 6 Lagen Alu durchsticht. Also wie gesagt, schön gemacht. Er bietet das Ding recht günstig an, 6,80 mit Versand, kann man nicht meckern. Vielen Dank an Kappler, bis zum nächsten Mal, euer Gadur. It's not about class, color or races. Let's get around and see.